Ja, danke schön. Ich bin Katharina König, aber das König ist nur dann spannend, wenn es unter anderem auch um das Tochter-Vater-Verhältnis geht. Mein Vater ist der Pfarrer, der eine kriminelle Vereinigung gegründet hat und bis heute noch führt und da unter anderem auch eine Sportgruppe angeleitet haben soll. Das kann er im Alter von fast 60 immer noch sehr gut, meint jedenfalls Sachsen. Neben mir sitzt Heike Kleffner und das eine ist sozusagen, dass wir jetzt in den Untersuchungsausschüssen A in Thüringen, das trifft auf mich zu, und B im Bundesuntersuchungsausschuss, das trifft für Heike zu, sitzen und dort das Ganze begleiten. Das andere, und das kennzeichnet uns beide, ist, dass wir uns seit den 90er Jahren sehr intensiv mit Neonazis und den Strukturen bis hin zu den Verwicklungen in staatliche Bereiche auseinandersetzen und das versuchen wollen, heute hier auch darzustellen. Genau. Und Katharina hat es ja schon gesagt, wir beschäftigen uns seit Anfang der 90er Jahre mit Neonazis, mal mehr oder weniger notgedrungen, weil sie direkt vor unseren Füßen oder Haustüren rumstanden, und zum anderen eben auch journalistisch aus Rechercheaspekten. Und natürlich hat uns das Thema V-Leute von Anfang an dort auch begleitet. Heute allerdings wollen wir über den NSU, also den nationalsozialistischen Untergrund, und das V-Leute-System sprechen. Ganz kurz, wir werden nicht en Detail über die rassistische Mordserie des NSU sprechen, also die Morde an 9 migrantischen Männern und den Mord an der Thüringer Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter. Wir werden auch nicht über die beiden Bombenanschläge des NSU sprechen, die insgesamt über 2 Dutzend Verletzte verursacht haben. Und wir werden auch kaum über 1 Dutzend Banküberfälle sprechen, die der NSU im Verlauf von knapp 12 Jahren erfolgreich verüben konnte. Wir wollen tatsächlich nur einen einzigen Aspekt aus diesem NSU-Komplex beleuchten, nämlich den Aspekt des V-Leute-Systems. Katharina wird über den Aspekt Neonazis und das V-Leute-System sprechen, also V-Leute in der Neonazi-Bewegung, aber auch eng am NSU-Kerntrio und am NSU-Unterstützernetzwerk. Und ich werde anfangen, über die Rolle von V-Leuten bei den polizeilichen Ermittlungen in der sogenannten Ceska-Mordserie zu sprechen. Denn eins ist klar, das Staatsversagen, was die rassistische Mordserie erst ermöglicht hat, was es erst möglich gemacht hat, dass eine Neonazi-Terrorgruppe mit einem Unterstützernetzwerk, das rund 100 Menschen umfasst, 1 Dutzend Jahre in Deutschland mordend und raubend agieren konnte. Dieses Staatsversagen hat mehrere Ursachen. Eine zentrale Ursache ist der Rassismus, der institutionelle Rassismus und die rassistischen Vorannahmen, die die Ermittlungen gekennzeichnet haben in der Mordserie. Eine andere Ursache ist das Vertrauen, dass sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch die Geheimdienste in das System der V-Leute gesetzt haben. Wenn es um Informationen aus der Neonazi-Bewegung geht, aber auch wenn es um Informationen aus dem Bereich der sogenannten organisierten Kriminalität geht. Was bedeutete das ganz konkret für die Ermittlungen in der Ceska-Mordserie? Ab dem ersten Mord, von dem wir heute wissen, dass er durch den NSU verübt wurde, an Enver Simcek im Juni 2000 in Nürnberg, haben die Ermittler vor allen Dingen eine einzige Spur verfolgt, nämlich unmittelbar im Umfeld der Opfer und ihrer Angehörigen kriminelle Organisationen zu vermuten, die ethnisiert zugeschrieben eben nur aus den migrantischen Milieus kommen konnten. Und das waren dann wahlweise so Sachen wie entweder die sogenannte Dönermafia, von der man bis dato noch nichts gehört hatte, oder eine sogenannte Blumenmafia, von der man auch noch nichts gehört hatte. Aber weil Enver Simcek Blumenhändler war, musste es dann eben eine Blumenmafia sein. Es waren Menschenhändlerringe,
Es waren Wett- und Spielschulden, mafiöse Zusammenhänge, in der die Täter vermutet wurden, oder im Bereich des Menschenhandels und später dann auch im Bereich der PKK oder der türkischen Hisbollah, einer türkischen fundamentalistischen Organisation. Und von Anfang an mit dieser Zuschreibung hat die Polizei und in dem Fall die verschiedenen Sonderkommissionen in den Orten, an den Tatorten, wo die rassistische Mordserie sich abspielte, auf ihre Informanten und auf V-Leute in den verschiedenen Bereichen der organisierten Kriminalität gesetzt. Ein wirklich herausragendes Beispiel dafür, wie viel Zeit, Energie und Ressourcen die Ermittler in dieses V-Leute-System gesteckt haben, hat der Spiegel im August 2011 gecovert und hat daraus eine große Geschichte gemacht. Und ich will euch das einfach nochmal zitieren und vorlesen, weil es deutlich macht, A, in welche Richtung die Ermittlungen gingen über ein Dutzend Jahre, über praktisch ein Dutzend Jahre, aber auch welche Bedeutung die V-Leute in der sogenannten organisierten Kriminalität für die Ermittler hatten. Und zwar heißt es da, unter der Überschrift Versteck in der Schweiz: Der Mann ist Ende 20, er nennt sich Mehmet, bietet spannende Informationen an. Angeblich kann er die Tatwaffe zu der wohl unheimlichsten Mordserie in Deutschland liefern. Er hatte angeboten, in die Schweiz zu fahren, um das Versteck auszuheben. Und er wollte die deutschen Ermittler zu einer romantischen Villa nahe des Bodensees führen, hinter deren Mauern sich angeblich der Schlüssel zur Lösung von 9 Tötungsdelikten verbergen soll, den sogenannten Dönermorden. Erstmals seit Beginn der Mordserie vor 11 Jahren bestand also die Chance, die Taten aufzuklären. Der Informant nannte auch einen Preis, 40.000 Euro und die Umwandlung einer Haftstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein in eine Bewährungsstrafe. Doch die Staatsanwaltschaft Nürnberg stellt sich quer. 9 Kleinhändler, 8 Türken und 1 Grieche waren von 2000 bis 2006 in ihren Läden am helllichten Tag durch Schüsse ins Gesicht ermordet worden. Alle mit derselben tschechischen Pistole, einer Ceska Typ 83, Kaliber 7,65 mm mit Schalldämpfer. Seither jagen Dutzende Polizisten und Staatsanwälte Täter und Waffen. Verfassungsschützer versuchen, die mafiöse Organisation türkischer Nationalisten in Deutschland zu durchdringen, die für das Blutvergießen verantwortlich sein soll. Die Morde, so viel wissen die Ermittler, sind die Rechnung für Schulden aus kriminellen Geschäften oder die Rache an Abtrünnigen. Und diese These der Ermittler, ja, die Morde seien die Rache aus kriminellen Geschäften, seien sozusagen die Rechnung für Schulden aus kriminellen Geschäften oder die Rache an Abtrünnigen. Das war A, die These, mit der die Ermittler losgegangen sind, und B, die These, von der die V-Leute wussten, dass die Ermittler dazu Futter brauchten. Und so füllen sich knapp 600.000 Seiten Papier, die der Bundestagsuntersuchungsausschuss mittlerweile geliefert bekommen hat, zu fast einem Drittel aus eben genau den Versuchen der Polizei, den Hinweisen, den sogenannten Hinweisen dieser V-Leute an den 10 Tatorten nachzugehen. Und natürlich sind sie alle an den realen Tätern vorbeigegangen. Und gleichzeitig, und das ist das Erschreckende daran, haben im Bundestagsuntersuchungsausschuss Ermittler Aussagen darüber gemacht, wie sie dann eben mit den falschen Informationen und vor allen Dingen den falschen Informanten umgegangen sind. Es gab einen Hamburger Ermittler, der gesagt hat, naja,
Wir haben, nachdem der NSU sich selbst enttarnte im November 2011, dann festgestellt, dass wir von unseren V-Leuten belogen worden sind. Und dann ist gefragt worden, naja, und welche Konsequenzen hatte das denn? Und daraufhin gab es faktisch nur einen Schulterzucken. Und das Mindeste, was ja hätte als Konsequenz benannt werden können, wäre so ein Satz gewesen wie, na, den haben wir einen Tritt in den Arsch verpasst. Ja? Aber nichts. Die Konsequenz, es lässt sich keinerlei Konsequenz daraus erkennen, dass wirklich Hunderte von falschen Spuren gelegt wurden durch V-Leute, die vor allen Dingen eins getan haben im Bereich der organisierten Kriminalität, nämlich ihren V-Mann-Führern, den Polizisten, für die sie als Informanten gearbeitet haben, genau das zu erzählen, was sie hören wollten. Dass es irgendwelche geheimen oder auch nicht so geheimen kriminellen Organisationen gäbe, wo die Getöteten entweder bewusst oder in einigen Fällen haben die Ermittler dann gesagt, ohne ihr Wissen als Mitglieder registriert worden seien. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, sich vor Augen zu führen, ist, dass in fast allen Bundesländern der Verfassungsschutz, die Landesämter für Verfassungsschutz mittlerweile mit zuständig sind für die Beobachtung der organisierten Kriminalität. Und während wir inzwischen wissen, dass die Landesämter für Verfassungsschutz sehr zögerlich waren in Orten wie beispielsweise Nürnberg, wo im Jahr 2006 ein kleiner Teil der polizeilichen Ermittler eben auch die Neonazi-Szene ausermitteln sollte mit der Frage, gibt es dort mögliche Täter für die Morde in Nürnberg, während die Nürnberger Ermittler auf eine simple Anfrage an das Landesamt für Verfassungsschutz Bayern, nämlich nennt uns Neonazis, die durch Gewalttätigkeit aufgefallen sind und die möglicherweise in ein mögliches Täterraster fallen können, da 6 Monate darauf warten mussten, bis dann das Landesamt für Verfassungsschutz gesagt hat, nee, aus Datenschutzgründen können wir euch gar nichts sagen. Und dann eine Liste von 600 Namen bekam, ohne auch nur den geringsten Hinweis darauf, wie sich diese 600 Namen zusammensetzten. Und gleichzeitig war es so, dass die Ermittler der sogenannten Soko Bosporus in Nürnberg von Anfang an von dem Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern natürlich mit Informationen aus dem Bereich der sogenannten organisierten Kriminalität versorgt wurde. Ja. Da ging eben über das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern, aber auch über andere Landesämter für Verfassungsschutz eben Dutzende und Aberdutzende von Hinweise ein. Insbesondere dann auch noch, als dann noch die PKK nach dem Mord an Yunus Turgut in Rostock als mögliche Täterorganisation mit in Betracht gezogen wurde oder eben dann, als auch die sogenannte türkische Hisbollah mit in Betracht gezogen wurde. Und nach dem Mord an Michelle Kiesewetter in Heilbronn vermuteten die Ermittler die Herkunft der Tatwaffe, weil dort eben nicht klar war, ob es eine Czeska oder eine andere Tatwaffe war, im sogenannten Zigeunermilieu, wortwörtlich in einigen der Ermittlungsakten, und begannen dann eben gezielt nicht nur die Landesämter für Verfassungsschutz um Informationen über migrierende Roma-organisierte Kriminalitätsgruppen zu fragen, sondern auch noch den BND. Und klar, natürlich wurden ihnen Informationen geliefert, die hatten aber alle nichts, aber auch gar nichts mit dem wahren Tathintergrund für die Mordserie zu tun. Und während also die Ermittler wirklich auch selbstverschuldet, weil sie eben die Informationen der V-Leute mehr als einmal für
bare Münze nehmen wollten, muss man schon fast sagen, im Bereich der organisierten Kriminalität, immer weiter die Opfer im Nachhinein zu Kriminellen stempelten und ihre Angehörigen mit Ermittlungsmethoden überzogen, die die Angehörigen ganz klar zu Tatverdächtigen oder zumindest zu Mitwissern machten und bis hin dazu, dass eben Autos von Angehörigen der Mordopfer verwanzt wurden, dass Telefone abgehört wurden. Währenddessen begannen einige Angehörige der Opfer sich selbst zu organisieren und nach dem Mord an Halit Yozgat im April 2006, also dem 9. Mord in der rassistischen Mordserie, organisierte der Vater von Halit Yozgat zusammen mit der Familie Kubaschik, deren Ehemann und Vater Mehmet Kubaschik wenige Tage vor Halit Yozgat in Dortmund vom NSU ermordet worden war, eine große Demonstration. Und tatsächlich demonstrierten dann im Mai 2006 mehrere tausend, vorwiegend türkische und kurdische Menschen in Kassel unter dem Motto »Kein zehntes Opfer«. Und was sie ganz deutlich in den Vordergrund stellten, und das könnt ihr auf dem Bild ja auch nochmal sehen, gegen Naziterror. Sowohl die Angehörigen vieler der NSU-Opfer als auch das Umfeld, als auch beispielsweise die Bewohner, viele Bewohner der Kolbstraße, wo der Bombenanschlag des NSU im Jahr 2004 22 Verletzte gefordert hatten, hatten immer wieder betont, dass sie sich nur ein Mordmotiv vorstellen konnten, nämlich Rassismus, und dass sie ganz klar die Täter in der Neonazi-Bewegung vermuteten. Das jetzt kurz als Symbol ein Stück weit, was ist denn überhaupt die Neonazi-Bewegung, wenn man im Zusammenhang davon mit NSU spricht? Also es sind sozusagen fast alle in den 90er Jahren und zum Teil auch noch bis heute existierenden militanten Gruppierungen. Der Verfassungsschutz ist da nur teilweise ausgenommen, wenn ich von militanten Gruppierungen spreche, die definitiv Blood and Honor und der bewaffnete Arm sozusagen von Blood and Honor, nämlich Combat 18, sind diejenigen, die schon in den Jahren davor das gefordert haben, das ideologisch vertreten haben, was NSU später dann umgesetzt hat. Zum NSU ist entscheidend das Datum, der 26. Januar 1998. Da findet in Jena, in den Garagen, aber auch in den Wohnungen die Durchsuchung statt bei Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Zu dieser Durchsuchung kommt es, weil die Polizei Thüringen schon länger diese drei auf dem Schirm hat, aufgrund von den Bombenattrappen, die mehrfach in diesen Koffern, wie auch auf dem Bild zu sehen ist, auftauchten, aber auch wegen Briefbombenattrappen und wegen einer sogenannten Judenpuppe, die in Menschengröße von einer Brücke hing, unter der Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, am nächsten Tag wahrscheinlich durchfahren sollte auf dem Weg nach Buchenwald. Die Polizei vermutet, dass diese Koffer den dreien zuzurechnen sind und plant und überlegt eine Überwachung, eine Observation, hat dafür allerdings nicht genügend Personal und fragt, so macht man das eben in Thüringen und höchstwahrscheinlich auch in anderen Bundesländern, deswegen beim Landesamt für Verfassungsschutz an, ob sie denn nicht diese Observation übernehmen könnten. Die machen das sehr gerne, die haben dafür auch das Personal und die überwachen, und im Anschluss an diese Überwachung, innerhalb derer sie feststellen, dass eben Material zum Bombenbau in Garagen transportiert wird, erstellen sie ein Dossier. Wenn der Verfassungsschutz, also der Geheimdienst, ein Dossier erstellt, dann ist das nicht öffentlich verwehrt und verwendbar, sondern dann bekommt das eben eine Geheimhaltungsstufe, die kann von nur für den Dienst gebraucht. Das ist die niedrigste bis zu vertraulich streng geheim reichen. In dem Fall war es nicht die niedrigste Stufe, und das bedeutete, dass die Polizei im Anschluss eigentlich mit den Ergebnissen nichts anfangen konnte. Sie haben das trotzdem gemacht. Das funktioniert dann in Thüringen nämlich auch, indem man im Hintergrund dann mit Staatsanwälten, ich sage mal letztendlich, einen Duckeldeal aushandelt und belegt, man habe oder behauptet, man habe Erkenntnisse, die belegen würden, dass auf Grundlage dieser Formulierung kommt es dann zum Durchsuchungsbeschluss, mit dem dann am 26. Januar früh die Garagen und eben die Wohnungen durchsucht werden. In den Garagen finden Sie, zumindest in den ersten Garagen, nichts.
In der entscheidenden Garage von Beate Zschäpe finden Sie dann einige Stunden später etwas, einige Stunden später deswegen, weil Sie übersehen hatten, dass diese Garage sich nicht so einfach öffnen ließ. Die hatte nämlich ein extra Schloss. Die Konsequenz davon ist, dass ohne dieses Dossier nicht nachgewiesen werden kann, dass die drei im Zusammenhang stehen, bedeutet, Uwe Böhnhardt muss eben gegangen werden lassen von der Polizei, so lange bis bei Beate Zschäpe das festgestellt wird, das Rohrbombenmaterial. Als dann die 1,4 Kilogramm TNT gefunden werden und auch schon fertiggestellte Rohrbomben, ist Uwe Böhnhardt weg und mit ihm Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Wieder das Dossier, das das Problem ist, was eben die Verbindung und damit auch die gleichberechtigte Beteiligung an den Rohrbombenattrappen und eben auch an den Sprengstoffanschlägen belegt, kann nicht verwertet werden wegen der Geheimhaltungseinstufung. Das führt dazu, dass die Fahndung erst zwei Tage später, nämlich am 28. Januar 98, ausgelöst wird, erst dann, als das Dossier eine niedrigere Geheimhaltungsstufe erhalten hat. Ist problematisch, weil man in zwei Tagen ja eigentlich weltweit verschwinden kann. Das Entscheidende allerdings ist, in der Garage, in den Garagen werden neben den Sprengstoffen auch andere Dinge gefunden, und zwar unter anderem eine hier im Hintergrund zu sehende Telefonliste bei Uwe Mundlos. Auf dieser Telefonliste tauchen mehrere Dutzend Namen auf mit Städten, Name, Stadt und dann die jeweilige Telefon- und zum Teil auch damals schon Handynummer dazu. Und diese Namen weisen in gewisse Richtungen in Deutschland, die versucht auf der Karte ein Stück weit darzustellen. Das Spannende daran ist, dass ein Großteil der Richtung, in die gewiesen wird, auch die Richtungen sind, wo später dann die Morde des NSU geschehen. Der einzige klare Nachweis sozusagen, der fehlt, ist Richtung Dortmund und Kassel. Alle weiteren Orte und Regionen tauchen auf. Neben diesen Orten und Regionen mit Personen, die auf der Liste auftauchen, sind aber auch durch die Liste und dann darüber hinaus weitere Verknüpfungen nachweisbar, nämlich die weißen Kreise symbolisieren die V-Leute, die an und um NSU herum in den 90er Jahren aufgestellt waren und die verrückterweise auch wieder in einigen der Orten, in denen später die Morde stattfinden, lokal verortet sind. Alles Neonazis, die in den 90er Jahren und zum Teil bis jetzt erst im September für A. Landesämter oder B. eben auch das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet haben. Vielleicht, um das mal ein Stück symbolhaft darzustellen, der Thüringer Heimatschutz, das ist sozusagen die politisch und soziale Heimatorganisation, Neonazi-Heimatorganisation des NSU gewesen, umfasste in den 90er Jahren eine circa Mitgliederzahl von 140 bis 170. Ungefähr 45 von diesen sind in den 90er Jahren Angestellte oder ehrenamtliche Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, je nachdem, wie man das bezeichnen will, des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Ein Drittel sitzt sozusagen ständig als V-Person am Tisch. Es gibt in den Akten in Thüringen, wir haben ja in Thüringen komplett ungeschwärzte Akten zur Verfügung bekommen, die auch komplett digitalisiert und auch dankbarerweise durchsuchbar sind. Ich kann das nicht in Plattzahlen angeben. Ich kann sagen, es sind ca. 100 Gigabyte PDF-Dateien oder ausgedruckt. Es sind zwei Lkw-Ladungen voll mit Papier, die von Thüringen aus nach Berlin in den Bundesuntersuchungsausschuss gebracht werden sollten. Und da gab es dann ganz verrückte Gerüchte, dass nicht nur der Bund, sondern auch alle anderen Landesämter für Verfassungsschutz diese zwei LKWs nur zu gern gestoppt hätten auf dem Weg nach Berlin. Wir können diese Akten komplett ungeschwärzt uns anschauen, und dann gibt es wirklich Treffberichte von V-Leuten. Da sitzen fünf Personen an einem Tisch und es geht um irgendeine erneute Neonazi-Demonstration, die stattfinden soll. Von den 4, 5 Leuten, die am Tisch sitzen, sind alle V-Leute. Das heißt, man kann aus 4 bis 5 verschiedenen Perspektiven die jeweiligen Erlebnisse nachlesen. Man liest ein und dieselbe Demonstration 4 oder 5 Mal von den diversesten V-Menschen der Neonazi-Szene. Das ist
Das ist lustig. Ich lache auch immer wieder zum Teil, wenn ich das lese. Allerdings in der Konsequenz, das Ganze vor dem Hintergrund zu betrachten, dass es um 9 Morde an Migranten und einen Mord an einer jungen Polizistin, mehrere Sprengstoffanschläge und eben auch Banküberfälle, wobei die mir da wirklich egal sind, geht, ist es eigentlich nicht mehr zum Lachen. Zum Lachen ist es nur dann, wenn man bis heute immer noch die Verteidiger des Verfassungsschutzes weiter ihre Sporen, ja, weiter hört, wie sie denn versuchen, dem Verfassungsschutz bis zum geht nicht mehr bei allem, was er denn macht und bei allem, was bis heute herausgekommen ist, weiter als das Nonplusultra der Verteidiger der FDGO darzustellen. An einem konkreten Beispiel, das die Lebensgeschichte eines V-Mannes mal so ein Stück weit nachzuerzählen, und zwar in dem Fall Tino Brandt, unten in der Mitte zu sehen. Tino Brandt wird 1994 in Thüringen als V-Mann angeworben. Er stammt ursprünglich aus Coburg, also aus Bayern, dort angestellt beim Verlag Nation und Europa, bis heute eine der wichtigsten Neonazi-Zeitschriften, Monatszeitschriften, die in Deutschland erscheint. Tino Brandt ruft nach dem ersten Gespräch mit seinem V-Mann-Führer. V-Mann-Führer sind diejenigen, die die Nazis führen. Inwieweit das auch manchmal umgedreht funktioniert, ist nicht ganz klar. Ruft nach seinem ersten Gespräch in Bayern an und vergewissert sich dort bei seinem bayerischen Kameradschaftsführer, dass er das denn machen könne. Derjenige, den er in Bayern anruft, ist Kai Dalek. Kai Dalek ist selber V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz und Kai Dalek sagt, ja, kannst du ruhig machen, sprich mit denen, pass bloß auf, was du sagst. Tino Brandt ab 94 bis zum Jahr 2000, über letztendlich circa 7 Jahre V-Mann, erhält monatlich eine ungefähre Leistung in Höhe von 2.800 D-Mark, also gesamt sind es 200.000 D-Mark, die an ihn fließen. Um das mal ein Stück weit darzustellen, der heutige Durchschnittslohn in Thüringen beträgt 1.200 Euro. Tino Brandt hat damals 2.800 Mark circa monatlich erhalten, aber er hat ja nicht nur die Finanzleistung erhalten, sondern er hat ja darüber hinaus noch weiteres an Unterstützung bekommen. Die Unterstützung kann ganz unterschiedlich aussehen und diese Form der Unterstützung wird bis heute von den V-Mann-Führern, die auch bis heute noch aktiv sind, in Teilen vertreten. Nämlich A, Warnungen vor Durchsuchungen, die Polizei plant. Da gibt es das Beispiel, dass die Thüringer Polizei bei Tino Brandt, der als Führungsfigur des Thüringer Heimatschutzes gegolten hat und bis heute zumindest da auch nicht rauszunehmen ist, eine Durchsuchung vorhat. Und als sie am nächsten Tag in der Wohnung von Tino Brandt stehen, ist dieser früh um 6 schon putzmunter, öffnet ihnen die Türen, stellt ihnen seinen Rechner hin, sagt, den können Sie gerne mitnehmen und die Festplatten sind ausgebaut. Ähnlich ist von einem V-Mann-Führer berichtet worden, dass er natürlich durch die Wohnung seines Schützlings Tino Brandt gegangen ist und ihm erklärt hat, was er am nächsten Tag dort nicht mehr sehen möchte. Am nächsten Tag gab es dann eben den erneuten Versuch einer Durchsuchung durch Thüringer Polizisten. Das reiht sich ein, 35 Straftaten sind es, wegen denen Tino Brandt angezeigt wird, darunter Landfriedensbruch, Propagandadelikte, aber auch Volksverhetzung zum Teil mit drunter. Keines dieser 35 Strafverfahren führt zu irgendeiner Art von Verurteilung, sondern alle diese Strafverfahren werden eingestellt. In allen diesen Strafverfahren wird Tino Brandt freigesprochen. Das BKA hat im Jahr 96 ein Thesenpapier veröffentlicht zur Einordnung des Verfassungsschutzes und nicht nur eines Landesamtes, sondern generell aller Verfassungsschutzämter und hat im Jahr 96 bereits schon mit sehr praktischen Beispielen festgehalten, dass die Landesämter A als Brandstifter zu sehen sind in Personen ihrer V-Personen, also die V-Leute in der Nazi-Szene sind diejenigen, die brandstiften, sind diejenigen, die Aktionen vorbereiten, durchführen und das Ganze immer vor dem Hintergrund, dass sie sich darauf verlassen können, dass ihnen in der Konsequenz sowieso nichts passiert, weil eben die Verfassungsämter sie vor Strafverfolgung schützen. Sie schützen sie aber nicht nur, sondern sie zahlen im Zweifelsfall sogar die Anwaltskosten, wenn es dann zu einem Strafverfahren kommt. So ist es zumindest in Thüringen passiert.
In Thüringen war es dann auch irgendwann der Fall des Tino Brandt, da ist Thüringen höchstwahrscheinlich technisch auf dem neuesten Stand gewesen, gar nicht mehr persönlich bei seinem V-Mann-Führer vorbeikommen musste, sondern das Ganze, Tino Brandt wurde ein Rechner zur Verfügung gestellt und er konnte das Ganze, seine Berichte und ähnliches mehr dann auch per Mail erledigen und hat nebenbei weiterhin seine Tätigkeiten ausgeführt. Tino Brandt ist wirklich als ein Beispiel zu sehen, als Äquivalent dazu Kai Dalek in Bayern, aber in einem gewissen Sinne auch Thomas Starke aus Sachsen, der hier unten rechts im Bild zu sehen ist, der ist Pladent Anna und da insbesondere dann aber auch im Lanzer-Verfahren, die ja wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung als Band verurteilt wurden, zu sehen. Für alle gilt, die Gelder, die sie erhalten haben, haben massiv zum Aufbau der Nazi-Szene in den jeweiligen Bundesländern beigetragen. Wenn es diese V-Leute-Struktur nicht gegeben hätte, ist zumindest für Thüringen und Bayern 1:1 nachzuweisen, hätte es diese massive Entwicklung, den Grad der Organisation, den Grad der Struktur, aber auch die spontane Form von Aufmärschen, von Übergriffen und von Überfällen auf Jugendliche, auf alternative Jugendliche, aber auch Migranten nicht gegeben. Die zwei, Tino Brandt und Thomas Starke, sind jetzt die, die hier im Bild und namentlich erwähnt sind. Ich möchte natürlich auch die anderen V-Leute nicht auslassen, die im Zusammenhang mit NSU eine Rolle spielen. Dazu gehört zumindest Marcel Degner, der Sektionsleiter von Pladent Anna in Thüringen, genauso aber Mike Bär, auch Pladent Anna, Thomas Dienel, Gründer der Deutschnationalen Partei, Auschwitz-Leugner. Thomas Starke ist hier für Pladent Anna Sachsen im Bild zu sehen. Kai Dalek war schon erwähnt. Carsten Schepanski, der Gründer vom Ku Klux Klan in Deutschland, ist V-Mann des Brandenburgischen Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen. Thomas Richter, der zum einen am NSU ein Stück näher, ein Stück dichter dran war, der den nationalen Demonstrationsbeobachter betreibt, der höchstwahrscheinlich über die letzten 15, 17 Jahre eine riesen Fotobilddatei für das Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt hat, und zwar sowohl von Neonazi-Demonstrationen als auch von Gegendemonstrationen, war bis September 2012, also bis dieses Jahr, V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und er war einer der besten, den sie je hatten. Toni Stadler aus Sachsen gehört da genauso mit rein und letztendlich auch Mirko Hess. Das sind diejenigen, die bei denen zumindest ein Stück und zum Teil auch viel mehr NSU-Bezug nachweisbar ist und womit zumindest für uns feststeht, dass die Landesämter für Verfassungsschutz mit ihrem System der V-Leute definitiv nichts zu einer Aufklärung beitragen, definitiv nichts dazu beitragen, dass Neonazi-Strukturen eingebunden, verhindert oder eben auch aufgelöst werden können, sondern sie sind als die Stärkung von Neonazi-Strukturen zu sehen. In das Ganze mit rein gehört Pladent Anna als eines der Unterstützernetzwerke vom NSU, und zwar sowohl finanziell als auch ideell. Das ist, ich nenne es jetzt mal ein Gruppenbild, wir haben das vorhin genannt, das Netzwerk der politischen Soldaten und V-Leute, von denen hier von dieser Gruppe, die da abgebildet ist, kann man grob über dem Finger geschätzt sagen, mindestens 10 sind in irgendeiner Art und Weise Mitarbeiter, V-Leute, Ehrenamtler, Gewährspersonen oder ähnliches mehr von verschiedensten Landesämtern oder eben auch Bundesämtern für Verfassungsschutz. Das Ganze läuft natürlich nicht ohne die Struktur im Hintergrund. In Thüringen haben wir die Struktur in Person, nämlich Dr. Helmut Röwer als den ehemaligen Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, der bis zum Jahr 2000 in Amt und Würden war. Herr Röwer disqualifiziert sich in jeder Untersuchungsausschusssitzung, in der er angehört wird, selber. Das Schlimme ist, dass man das ohne Sarkasmus und Zynismus kaum ertragen kann, was er dort vorführt. Es geht immerhin um mindestens 9 Morde an Migranten. Es geht um den Mord an Michelle Kiesewetter. Und das, wozu Dr. Helmut Röwer in der Lage ist, es zu äußern, dass alle Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bis auf ihn komplett inkompetent waren. Und er der Einzige ist, der je in der Lage gewesen wäre, dieses Amt zu führen und dieses Amt aufzubauen.
die Art und Weise des Aufbaus seines Amtes bestätigen dann seine ehemaligen Kollegen, die unter anderem darüber berichten, wie er im sechsten Stock des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz Fahrrad fährt. Auf die Frage, wieso er das macht, äußerte er, er teste die neuen Observationsfahrräder für die Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz. Zum Teil ist es natürlich, wir sitzen dann auch da mit offenen Mündern, zum Teil auch lachend. Das Schlimme ist, keinem der bis heute im Untersuchungsausschuss angehörten Personen, die beim Thüringer Landesamt angestellt waren, in welchen Positionen auch immer, ist bis heute eine Form der Entschuldigung über die Lippen gekommen. Keinem ist bis heute über die Lippen gekommen, dass er oder eben auch sie möglicherweise Fehler gemacht hat. Niemand von denen, die wir bis heute angehört haben, hat Verantwortung übernommen und niemand von denen, die wir angehört haben bis heute, hat eingestanden und gesteht ein, dass Rassismus A der Grund der Morde war, dass B Rassismus definitiv zu diesem Aufbau der NSU, zum Entstehen NSU, gerade auch aus den Strukturen, die es in Thüringen bis heute noch gibt, Neonazi-Strukturen, zu sehen ist. Und niemand von denen konnte eingestehen, dass in der Konsequenz Rassismus tötet. Eins noch zuletzt. Merke ich gerade, habe ich vergessen. Das Witzige an dieser Telefonliste, weil so ein Stück weit zynisch, wollen wir das dann vielleicht doch auch zum Ende bringen, ist diese Telefonliste, die am 26. Januar 98 gefunden wurde, auf der Unterstützer stehen, auf der Netzwerke, aus der Netzwerke erkennbar sind, wurde erstmalig im Sommer 2012 untersucht und erstmalig im Sommer 2012, also mehr als 14 Jahre später, wurde erkannt, dass da ja diejenigen, die beim Untertauchen, die beim Geld besorgen, beim Waffen besorgen und ähnlichem mehr behilflich waren, schon mit Name und Adresse draufstanden. Ja, und das nahezu zynisch Anmutende ist, dass die politische Konsequenz aus dem Versagen des V-Leute-Systems eben, wenn es nach der Bundesregierung geht, aber auch der Mehrheit der Länderinnenminister, tatsächlich eine Stärkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist, dass die nämlich mehr Geld bekommen im nächsten Jahr, über also eine Summe von rund 17 Millionen Euro, mehr Kompetenzen bekommen sollen. Und es ist die Rede von einer zentralen V-Leute-Datei, wovon nicht die Rede ist, und das wäre ja das Zentrale, selbst wenn man davon ausgeht, dass da jetzt lauter Leute in den entscheidenden Gremien sitzen, die das V-Leute-System natürlich nicht abschaffen wollen, aber in irgendeiner Form die Fehleraufarbeitung, die Versagensaufarbeitung transparent zu machen, das geschieht eben nicht. Und es ist überhaupt nicht erkennbar, dass die wenigen Kontrollmechanismen, über die öffentlich geredet werden, dazu beitragen können, dass das V-Leute-System tatsächlich, dass die fatalen Konsequenzen, die das V-Leute-System hat, dass die in irgendeiner Weise gestoppt oder geändert würden. Und das ist eigentlich wirklich das Bitterste in diesem Jahr, seitdem der NSU bekannt wurde, dass die politische Konsequenz oder eine der politischen Konsequenzen tatsächlich eine Stärkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist und damit eine Stärkung einer zentralen Institution, die eben wirklich durch eine Mischung aus Inkompetenz, Verharmlosung, Vertuschung und Verleugnung von rechten Terror dazu beigetragen hat, dass der NSU ungestört 12 Jahre lang mordend durchs Land ziehen konnte. Vielleicht ganz zuletzt, bevor es an die Fragen geht, also wir wollten absichtlich viel Zeit für Fragen lassen, weil uns auch im Vorfeld nicht ganz klar war, wer wie viele Details und Informationen rund um NSU schon hat oder eben auch nicht.
Ein paar Links, die definitiv auch jetzt ab den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich noch um einiges spannender werden. Im April soll der Prozess gegen Beate Zschäpe losgehen. Da wird höchstwahrscheinlich NSU-Leaks spannend. Da sind bisher schon sehr viele Dokumente veröffentlicht worden, die eigentlich Geheimhaltungsstufen, höchste Geheimhaltungsstufen haben. Da werden Dokumente zugespielt, von woher auch immer. Und definitiv ist es mal spannend nachzulesen, wie Verfassungsschutz Geheimdokumente aussehen. NSU-Watch vom APA-BITS versucht, das Ganze zusammenzuhalten, weil es ja kaum noch überblickbar ist für Menschen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Gamma ist definitiv eine der besten Rechercheseiten, die es insbesondere für die sächsischen NSU-Bezüge gibt, die auch sehr gut darin sind, Sachen aufzudecken, die sie theoretisch gar nicht wissen dürften. Das AIDA-Archiv versucht es in einem ähnlichen Stil, gerade für Bayern. Haskala ist halt für die Thüringer Untersuchungsausschüsse, der Ticker, der dort nachzuvollziehen ist, und das AIB, antifaschistische Infoblatt, veröffentlicht zum Teil auch immer wieder Dossiers. Ein Link, der leider nicht draufsteht, haben wir vergessen, aber können wir ja erwähnen. Dr. Helmut Röwer, der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, hat ein Buch geschrieben, und zwar im Ares Verlag ist es erschienen. Ares Verlag ist ein rechter, um nicht zu sagen Nazi-offener Verlag. Das heißt, nur für den Dienstgebrauch. Es wäre natürlich schade, wenn man so einem Verlag und Herrn Röwer 25 Euro zur Verfügung stellt. Irgendjemand hat das auf linksunten.indimedia.org zum Download bereitgestellt. Also wer da Interesse hat, das Buch des ehemaligen Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz zu lesen, sollte sich per Internetmöglichkeiten darum kümmern, allerdings nicht bestellen. Gut, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich bitte noch einmal um Applaus für Katharina König und Heike Kläffner. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch gut 15 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Also es gibt die 4 Saalmikrofone, wie ihr euch anstellen könnt, wenn ihr eine Frage habt. Die Referentinnen haben darum gebeten, damit sie möglichst viele Fragen beantworten können, dass wir immer erst 3 Fragen sammeln und sie dann 3 Fragen auf einen Schlag beantworten. Das heißt, wir machen das jetzt genau so und gehen irgendwie durch. Du bist nur Engel, wa? Du stehst nicht an. Dann würde ich sagen, erst Fefe und dann du. Und wenn dann noch jemand Drittes kommt, eine Frage aus dem Internet, dann machen wir es so. Also 1, 2, 3. Ihr stellt eure Fragen und dann werden die in einem Schwung beantwortet. Bitte schön. Ja, meine Frage ist, wenn ihr da im Untersuchungsausschuss sitzt und dann kommt im Radio, dass der Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder sich darauf geeinigt haben, ein neues Verbotsverfahren gegen die NPD loszutreten. Was geht da durch euren Kopf, wenn ihr sowas hört? Okay, die zweite Frage. Was ich mich die ganze Zeit frage, seit diese ganze Geschichte so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist oder rausgekommen ist, was kommt da noch? Habt ihr da Hinweise in den Untersuchungsausschüssen, dass da noch mehr kommt, dass dieser NSU möglicherweise viel, viel größer ist als bisher bekannt? Gut, und die dritte Frage, jemand aus dem Internet wollte was wissen. Ja, wäre es absurd, wenn man unterstellen würde, dass Neonazi-Gruppierungen von Behörden ferngesteuert werden? Gut, dann könnt ihr diese 3 Fragen jetzt auf einen Schwung beantworten. Und kann sein, dass wir dann noch Zeit für noch eine Runde haben. Ich würde jetzt als erstes auf das Verbotsverfahren NPD antworten. Und ich vertrete da jetzt ganz explizit meine eigene Meinung. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man zurzeit machen kann. Man suggeriert eine Handlungsfähigkeit des Staates, die definitiv nicht vorhanden ist, und man meint, dass man mit dem Verbot der NPD das Problem als solches beseitigt hätte, und mal wieder wird weder an die Ursachen noch an die Gründe des Ganzen herangegangen. Ich halte das NPD-Verbotsverfahren definitiv für die falsche Antwort, aber ich halte Verbote auch generell für falsche Antworten auf etwas Bestehendes.
Ich würde es noch um einen Aspekt ergänzen wollen, was Katharina gesagt hat. Im Jahr 2000 ist Blood and Honor verboten worden. Genau das Netzwerk, aus dem der NSU seine zentralen Unterstützer rekrutiert hat. Und nach dem Verbot von Blood and Honor ist immer dann, wenn Antifas oder Journalisten oder irgendwer anders zu Polizeibeamten vor Ort gegangen ist und gesagt hat, hey, hier, Blood and Honor Strukturen, Kader organisiert, weiter Konzerte, ist immer gesagt worden, wieso, die sind doch verboten, das kann es doch gar nicht geben. Ja? Und das ist, das hört sich jetzt so ironisch an, aber in der Realität ist es für die Leute, die versucht haben, was dagegen zu machen, wirklich extrem bitter gewesen, immer gesagt zu bekommen, na wieso, XY als Struktur existiert doch nicht mehr, das ist doch verboten. Und wie Katharina schon gesagt hat, es suggeriert, der starke Staat kümmert sich um ein Problem und dann ist das Problem weg und mitnichten. Und Blood and Honor ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, es ist eben nicht weg. Und die allermeisten Verbote sind komplett wirkungslos geblieben. Und das schließt eigentlich an die Frage, was kommt da noch? Man muss sich einfach vor Augen führen, im Frühjahr nächsten Jahres wird der Prozess gegen Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben und die zentralen Unterstützer des NSU beginnen. Und wenn man jetzt mal das zuspitzt auf die Frage der V-Leute, dann ist es wirklich weder für die Vertreter der Nebenklage noch für die Staatsanwaltschaft noch für das Gericht absehbar, was eigentlich noch an kleinen oder größeren Sprengsätzen da auf dieses Verfahren lauert. Denn niemand weiß, was die Hunderte von Zeugen, und darunter sind ja auch diverseste Neonazi-Aktivisten, sagen werden. Werden sie sagen, wieso? Das habe ich doch damals meinem V-Mann-Führer erzählt. Das weiß niemand. Und das ist aber ein zentrales Moment, was einen Strafprozess erheblich beeinflussen kann. Und es gibt ein Vorläuferbeispiel dafür. Das ist das Verfahren gegen die sogenannten Skinheads Sächsische Schweiz, die SSS, die als kriminelle Vereinigung ab dem Jahr 2001 diverseste Prozesse zu durchlaufen hatten, wo der Richter in der Urteilsverkündung ganz klar gesagt hat, was nie geklärt werden konnte, war die Rolle der V-Leute in der SSS. Ja. Und natürlich, und viele von euch wissen das sicherlich aus diversesten eigenen Erfahrungen oder eben aus Prozessberichterstattungen, ist es so, dass V-Leute, wenn sie erst im Verfahren sich als V-Leute enttarnen, auch einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie bestimmte Informationen etc. gewertet werden. Und das heißt, wir wissen schlichtweg nicht, was da noch kommen wird. Aus den Akten ist bisher zum einen, also es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, diese Akten wirklich vollständig lesen zu können. Dafür ist es einfach zu viel. Was bisher aus den Akten ersichtlich ist, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass dieses V-Leute-System nur im Bereich rechts so existiert, sondern man sollte sich klar machen, dass es genauso im Bereich links und dann eben auch im Bereich in Anführungszeichen Ausländerextremismus, so heißt es bei den Verfassungsschützern existiert. Und das war für mich zumindest eine der relativ neuen Erkenntnisse, die mich auch ein bisschen auf den Boden der Realität geholt haben. Das zum Ersten. Zum Zweiten, was noch kommt, es ist ja nicht so, dass das, was NSU getan und gemacht hat, was Neues ist. Es ist ja auch nicht so, dass die Morde, die NSU begangen hat, die ersten Morde gewesen sind, die Neonazis begangen haben. Neonazis morden, das ist nichts Neues. Das erzählen sie von Anfang an, das singen sie in ihren Liedern, das verbreiten sie in ihrer Ideologie, das brüllen sie gemeinsam auf Demonstrationen in den unterschiedlichsten Formen. Wir haben in den Akten definitiv keine Erkenntnisse für eine zweite Terrorzelle NSU. Aber wir haben überall Erkenntnisse für Netzwerke von Neonazis, die genau das vertreten, was NSU getan hat. Die Frage ist nur, wie weit ist der Schritt von der Ideologie zur Handlung?
Und gemessen daran, dass seit 90 über 180 Menschen von Neonazis ermordet wurden, sollten wir nicht nach zweiten Zellen schauen, sondern sollten generell alles tun, was es an Möglichkeiten gibt, und damit meine ich wirklich alles, um Neonazis in ihren Handlungsfähigkeiten einzuschränken. Inwieweit die NPD oder Nazis generell ferngesteuert sind von Behörden, das ist ferngesteuert, glaube ich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass das Ganze kritisch begleitet wird. Also wenn der Verfassungsschutz mitbekommt, dass da Straftaten geplant sind, wir hatten so einen V-Mann-Führer im Untersuchungsausschuss, der gefragt wurde, wie ist das denn, wenn Sie erfahren, dass Ihr Nazi-V-Mann eine Straftat plant, geben Sie dann die Informationen an die Polizei weiter oder eben auch nicht? Der antwortete darauf, wieso sollte ich das denn machen? Warum sollte ich meinen V-Mann in die Bredouille bringen? Insofern ferngesteuert würde ich nicht sagen, aber definitiv gibt es da keinen kritisch reflektierten Umgang, wobei ich glaube, das sollte man vom Verfassungsschutz auch nicht erwarten. Gut, ich glaube, wir haben auf jeden Fall Zeit für noch eine zweite Runde Fragen. Es haben sich noch eine Menge Leute angestellt. Ihr zwei standet als erstes da und dann du. Deswegen würde ich sagen, erst ihr beiden mit euren Fragen an 1 und dann du an 4. Wenn dann noch Zeit ist, kommt ihr an Mikro 2 auch noch dran. Ja, danke schön. Es ist ja so, dass... Also ich habe die ganze Zeit das kleine Problem, soll ich jetzt die ganze Zeit fordern, dass die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland und auf den Landesebenen, dass die abgeschafft werden oder das V-Personenwesen? Natürlich gern beides, nur ihr hattet vorhin ein Bild mit drauf von einer Person, die wir, obwohl er aus Sachsen kommt, in Berlin auch sehr gut kennen, zumindest von ihm gehört haben, nämlich Thomas Starke. Thomas Starke, obwohl er eben im Blood & Honor Netzwerk in Sachsen unterwegs war und auch da in der Region ziemlich aktiv ist und war, war ja als V-Person tätig für das LKA Berlin. Bedeutet, dass dieses V-Personenwesen, dieses V-Mann-Wesen ja behördenunabhängig ist, weil der polizeiliche Staatsschutz und der Verfassungsschutz und wer auch immer durchaus sich diese V-Personen halten. Das Ding ist, ihr habt es vorhin schon angesprochen, über diese V-Leute wird wahnsinnig viel Kohle in die Neonazi-Netzwerke direkt reingepumpt. Tino Brandt hat bei mehreren Interviews angegeben, dass er einen Großteil von dem Geld, das er für seine Informationen bekommt, direkt in den Aufbau und in den Betrieb von Neonazi-Strukturen reinsteckt. Würzen die entsprechenden Behörden bzw. V-Mann-Führer ebenfalls damit, dass sie den Leuten sogar noch, also ihren V-Leuten, Sozialberatungen anheimfallen lassen, dass sie ihnen Jobs vermitteln, dass sie ihnen Anwälte vermitteln. Dieses ganze Zeug, das lustigerweise gar nicht notwendig wäre, wenn man sich auf Informationen verließe, die öffentlich verfügbar sind. Informationen über Thomas Starke sind 2 Jahre bevor das LKA bzw. der Berliner Innensenator Henkel endlich zugegeben hat, dass Berlin auch mit dem NSU... Ganz kurz. Das eine ist vollkommen okay, das, was du zu Thomas Starke an Informationen jetzt hast, Ich habe gerade auch Heike gefragt, ich weiß gerade nicht ganz, was die Frage ist. Wenn deine Frage war, VS abschaffen, ja oder nein, dann definitiv ja von uns beiden. V-Leute-System abschaffen, ja oder nein, definitiv ja von uns beiden. Betrifft es nur VS, also Verfassungsschutz, oder betrifft es auch Staatsschutz und ähnliche Behörden? Das betrifft alle. Das System als solches funktioniert nicht und Erkenntnisse über Neonazis bekommt man auch auf anderen Wegen. Das hast du ja gerade auch dargestellt, definitiv. Ja, entschuldige, ich hätte eine Frage verpacken können. Danke. Was passiert mit solchen V-Leuten, wenn sie denn dann wie der Tino Brandt halt quasi enttarnt und sogar auf einem Beamer in die halbe Welt gestrahlt werden? Bekommt er dann irgendwie so nochmal 50.000, weil dann raus mit dir ein schönes Leben, zieh nach Mallorca? Also was passiert mit den Leuten, wenn die enttarnt sind? Und die dritte Frage von dir. Meine Frage ist jedes Mal, wenn ein prominenter Mensch wieder in irgendeinem Untersuchungsausschuss auftritt, dann denkt man, der hat irgendwie die Realität nicht gesehen. Bei dem Röder war es besonders so. Und die Frage ist,
ist in den Verfassungsämtern, ich nehme nicht an, dass da nur solche Leute rumlaufen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen davon, dass da auch Leute sind, die sagen, also irgendeine Art Einsicht haben oder auch Leute, von denen man annehmen kann, dass sie ernsthaft versuchen, gute Arbeit zu tun? Zu den enttarnten Neonazis. Also ich hatte ja vorhin so ein paar Namen vorgelesen. Bilder könnten wir theoretisch auch von allen dazu liefern. Tino Brandt lebt weiterhin in Rudolstadt, lebt weiterhin mitten in der Stadt, geht dort ein und aus, hat weiter Kontakt zu seinen Neonazi-Freunden von früher und sagt, wenn man ihn anspricht, dass das einzige Problem, der einzige Fehler, den er gemacht hat, war für den VS zu arbeiten, jetzt nicht wegen dem Geld, sondern weil danach einige seiner Neonazi-Freunde ihm nicht mehr so ganz geglaubt haben, was seine Aktivitäten im politischen Sinne angeht. Marcel Degner, Blood and Anna, lebt weiterhin heute in Gera. Dasselbe trifft auf Thomas Stark. Also nicht, dass er in Gera lebt, aber er lebt weiterhin öffentlich. Jeder weiß, wenn er sich ein bisschen informiert, wo er sich aufhält. Toni Stadler ist auch klar nachvollziehbar, ist heute in Dortmund. Also die ganzen Neonazis, die enttarnt wurden, leben weiter dort, wo sie vorher auch gelebt haben. Und diese schönen Erklärungen, die wir auch in Thüringen und sonst wo unterzeichnen müssen, dass bei Offenlegung der Klarnamen Leib und Leben der Neonazis gefährdet sind, ist bis heute mit keinem einzigen enttarnten V-Mann nachzuweisen, sondern eben eher das Gegenteil. Sie leben weiter an den Orten, sie haben oftmals weiter Kontakt in ihre Neonazi-Strukturen hinein und meines Wissens nach ist keinem enttarnten V-Mann bis heute irgendwas passiert. Zu der Frage der Einsicht, das ist wirklich eine extrem schwierige Frage. Die Zeugen aus den Landesämtern und aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die ich im Bundestagsuntersuchungsausschuss gesehen habe, da würde ich wirklich sagen, mehrheitlich gibt es dort so eine Mischung aus Trotz und Verweigerung der Auseinandersetzung mit den eigenen Fehleinschätzungen bis hin dazu, dass der NSU eigentlich als eine Art Betriebsunfall behandelt wird, nämlich die Haltung der Verfassungsschutzämter seit den frühen 90er Jahren war zu sagen, es gibt in Deutschland keinen Rechtsterrorismus. Und das ist quasi als Glaubenssatz in jeden Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz Jahr für Jahr immer wieder nachzulesen. Ja, man kann es online lesen, es gibt in Deutschland keine Ansätze für rechtsterroristische Strukturen, es gibt keine es gibt kein Unterstützerumfeld, so wie bei der RAF in Klammern. Ja. Es gibt zwar jede Menge Waffen, weil Neonazis eben so waffenaffin sind, aber es gibt keine Pläne, diese Waffen gezielt gegen Menschen einzusetzen. Ja. Und in dieser Logik kann der NSU nur als Betriebsunfall gesehen werden und in Klammern auf, ja, von und die nächsten 100 Jahre ereignet sich eben so ein Betriebsunfall nicht wieder. Ja, es ist so ähnlich wie all die Jahre zu behaupten, AKWs sind sicher. Ja, und dann kommt halt der GAU in Fukushima. Und es gibt wenige Verfassungsschützer, wo ich sagen würde, ja, da gibt es eine klare Einsicht, Reflexion. Allen voran Heinz Fromm, der zurückgetretene Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der tatsächlich von einem schweren Sagen beziehungsweise schwersten Fehlern oder der schwersten Niederlage der deutschen Sicherheitsbehörden im Kontext des NSU gesprochen hat und sich dafür auch entschuldigt hat. Aber bei vielen anderen gibt es wahrscheinlich auch unter dem Eindruck der massiven öffentlichen Kritik und der Tatsache, dass jetzt zum allerersten Mal eben die Verfassungsschutzämter tatsächlich auch ein Stück weit den Vorhang lüften mussten, ja, in Bezug auf ihre Arbeitsweise und ihre formellen und informellen Mitarbeiter, eben eher so eine Art Wagenburg-Mentalität, die da zu besichtigen ist. So, jetzt ist es ja schon kurz vor halb. Ich würde sagen, wir nehmen noch zwei Fragen dran. Ist das okay? Dann nehmen wir noch eine Frage von Mikro 3 und noch Fefe. Und tut mir leid für die anderen, aber dann ist Schluss und vorbei. Bitte schön.
Ja, ihr hattet am Anfang erwähnt, dass die V-Leute in Zusammenhang mit den Morden dann teilweise auch gezielt Informationen in eine andere Richtung, also irgendwelche anderen kriminellen Vereinigungen, weitergegeben hätten, denen dann auch nachgegangen wurde. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt in dem Zusammenhang erstmal V-Leute aus dem rechten Umfeld waren. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kommen die dazu, auf einmal Informationen aus einem ganz anderen Umfeld haben zu wollen und warum glaubt man ihnen die dann? Also direkt darauf... Ja. Direkt darauf vielleicht, das war ein Missverständnis. Es gab jede Menge V-Leute aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, die irgendwelche real existierenden oder nicht real existierenden Banden sozusagen für die Cesca-Mordserie verantwortlich gemacht haben. Es waren keine V-Leute aus dem rechten Spektrum. Letzte Frage. Ja, meine Frage nochmal, das MPD-Verbot habe ich anders gemeint. Ich meinte in dem Kontext, dass das letzte Mal daran gescheitert ist, dass es zu viele V-Leute in der NPD gab. Wie würdet ihr das einschätzen? Sind da immer noch zu viele V-Leute oder ist es überhaupt realistisch davon auszugehen, dass da überhaupt Führungspersonal gibt, was kein V-Mann ist? Also ich würde es mir anstelle der einzelnen Bundesländer zurzeit nicht wagen, ein NPD-Verbotsverfahren anzustreben. Und das ausgehend von der Aktenlage in Thüringen lässt sich ja mittlerweile auch, ja, ist ja öffentlich geworden, also dass einer der führenden NPD-Funktionäre in Thüringen, Kai-Uwe Trinkaus, der jetzt erst letztens sozusagen sich selbst enttarnt hat, dass er mal V-Mann war. Ich glaube, keines der Bundesländer kann ausschließen, dass sich weitere V-Leute enttarnen. Und das jetzt mal eins noch größer angedeutet, weil da Gerüchte mittlerweile aus verschiedenen Kreisen zu hören sind. Das eine sind ja V-Leute, die in Deutschland geführt werden. Und das andere sind V-Leute, die von anderen Ländern geführt werden in Deutschland. Und da würde ich zurzeit anstelle der Landesämter, aber auch des Bundesamtes, wie auch immer der einzelnen Bundesländer, würde ich mich zurückhalten mit einem NPD-Verbotsverfahren, weil das kann so richtig in die Hose gehen. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für den Talk und auch dafür, dass so viel Zeit für Fragen und Antworten waren. Dankeschön.